Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit dem Uralderle. Und natürlich mit euch, was so viel bedeutet, wie es kann weitergehen. Meine Lieben, wir haben saumäßig viel auf der To-Do-Liste. Ein langer Weg liegt noch vor uns, bis wir uns mal an den Boss wagen können. Denn ohne Armee geht da natürlich nichts. Jetzt habe ich ja gesagt, ich will hier vielleicht eine Rampe runterziehen, die Spinos bzw. die Bossarmee hier aufbauen. Und da ist mir diese Felswand ins Auge gefallen, weil wir müssen darüber. Ich kann das ja nicht alles erklären, das kann man doch alles angucken. Lass mich mal durch, dankeschön. Schub du, Daisy, wo bist denn du? Modi? Hier. Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Wo ist mein Desmodus? Mein Flugbereiter? Ah, da vorne sitzt er. Hallöchen, Popöchen, flieg uns mal kurz zur Felswand. Ich muss der Leute doch zeigen. So, hier, ne? Hier ist eine super schöne Felswand und hier kommt eine Cliff-Plattform hin. Auf die Cliff-Plattform drauf. Oh, du kannst dich doch da festbiegen. Warte mal, geschwind. So, das hier wird praktisch die Ansicht. Bis auf die Falken. Auf die Cliff-Plattform drauf kommt der Eier-Inkubator. Da werden wir unsere Bossarmee rauszüchten. Ich glaube, dass wir da besser fahren, als wenn ich es mit den Klimaanlagen löse. Und von da aus geht es dann eine kleine Rampe rüber zu unserem Turm, den wir noch um einen Ring vergrößern. Hast du gerade gesehen? Der hat gerade beim sich abhängen von der Felswand hat er ein Böllchen geschmissen. Hat er Kackerle gemacht. Hoch in die Lüfte, der Düfte. Genau, das ist aber jetzt nur das eine. Und wir brauchen dafür Pilzholz. Steck doch nicht den Kopf in den Stein. Du bist doch mein Schatzilein. Ey, das ist ja wirklich ein Weible. Dann nenne ich sie jetzt Daisy. Ja, du kannst ja nicht einfach den Kopf in die Steine reinballern. Was ist mit dir los? Desmodus. Komm mal her. Komm mal her, Spatzel. Ich mache dir einmal einen Namen. Das schreibt man so, Desmodus. Wenn ich es Desi schreibe, ist ja irgendwie komisch, ne? Desmodi? Ne, Daisy. Ich schreibe es einfach so. Daisy. Wie schreibt man Daisy? Ich glaube mit A-I-Y, ne? Daisy. Ich nenne es mal so, aber wir wissen ja, was ich meine. Daisy. Ja, du bist die Schönste. Ja, du bist die Schönste. Graul ich dich doch mal oder Bert, ne? Hast du gesagt, ich habe einen Bart. Pass auf, jetzt müssen wir mal ganz kurz ran an den Feind, den ich jetzt fast gesagt. Ich habe uns Pipes gemacht. Einmal Inlay-Pipes. Huch. Einmal... Ich nehme mal die ganzen Pipes mit rüber, weil wir müssen nämlich drüben die Fässer aufsetzen. Ich nehme mal die ganzen Pipes mit. Ich hoffe, dass wir da nicht allzu viel andere Sachen noch brauchen. Haben wir die Fässer schon freigeschalten? Barrel, ich erinnere mich da an was. Barrel. Wir machen mal drei Barrel. Habe ich die Mats? Nee, ich habe keine Mats, weil mir fehlt Zement. Scheiße, Mann, nice. Ich wollte Zement durchlaufen lassen. 5 Stück. Das ist aber scheiße. Also müssen wir auch noch Chitin farmen. Das wollte ich ja eigentlich in der Höhle machen, ne? Okay, Leute. Das heißt, die Fässer können wir noch gar nicht anbringen. Dann gehen wir jetzt erst Pilzholz in Asgard holen. Und schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen Chitin gefarmt kriegen für Zement. So machen wir das. Wen nehmen wir denn mit? Ich würde auf jeden Fall gerne einen mitnehmen, weil, wenn wir da jetzt gleich in Asgard in dem lilanen Sumpf rumhüpfen. Ach jo, komm, wir nehmen unseren neuen Spino mit. Wir nehmen unseren neuen Spino mit. Magst du ein bisschen mit uns mitgehen? Das sind bestimmt... Ich habe mir überlegt auch, ich habe ja hier in den Videos immer die Daten, ja. Also ich kann jetzt schon mal loskillen, würde ich sagen. Wir werden die Spinos bossmäßig halt einfach auf Leben und Angriffskraft skillen, ja. Also ein gewisses Lebenspolster müssen sie haben und Angriffskraft. Und wir persönlich reiten ja mit einem anderen Tier in die Schlacht dann. Wir werden einen General entweder reiten oder wir holen uns noch eins, das wir dann reiten. Das heißt, ich gehe jetzt mit der Daisy nach Asgard. Ich muss allerdings wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass ich sie... Ey, wir setzen uns da jetzt einfach mit ihr ab in Asgard, ne? Und holen dann den Spinner raus. So machen wir das. Ey, dann fliegen wir jetzt auch gleich das erste Mal in Asgard. Wo waren das? War das östlich? Wisst ihr, dieser rote Wald. In diesem roten Wald gab es Pilzholz und ich brauche, glaube ich, so um die 800 Stück für die Plattform. Und dann gehen wir heim, dann ziehen wir den halben Kreis von unserem Turm, sodass wir die Rampe runterbauen können, dass wir einen etwa geraden Weg haben zur Plattform rüber, bauen die Plattform, setzen die Plattform auf und dann gucken wir mal, was uns fehlt. Wir brauchen noch einen Generator und den Eier-Incubator. Dann sind wir da schon mal vorbereitet und auf dem Rückweg, nee, brauchen wir nicht auf dem Rückweg, kann ich schon drauf sitzen? Jo, ich habe sogar den richtigen Pot. Alter, die kleine Ratte, oder? Mein erster Ausflug und ich sehe nichts. Warte mal, da waren... Oh shit.
will eigentlich nur auf ihn drauf. Bin ich jetzt erschrocken. Erst dachte ich, es wäre eine Wyvern, weil der Blitz zu Kerzen gerade kam, ne? Lass mal Daisy in Ruhe, du Stück. Der ist bestimmt halt mächtig groß, oder, der Typi? Alter, wie viel Leben hat denn das? 95er war das nur. Daisy, ich hol dich mit dem Traktor, oh. Daisy, mit dem du wirst du niemals mehr froh. Es war ein Shadowbane. Spatzel, ist gut. Beruhig dich. Hat er dich fast getötet? Nee, hast noch genug Leben. Frage. Das war der Dankbeetle. Da vorne räumt noch ein Dankbeetle. Hat keiner von euch gerade irgendwie... Ach doch, du hast Pup. Komm mal her. Gib mir mal dein Häufle. Dankeschön. Danke, Anke. Hier ist er. Der... Warte. Der Pup meines Lebens. Du. Auf der Suche nach einem Dungbeetle. Schubidubidubidu. Sehr cool. Man kann die genug haben. Bleib stehen. Stück. Woo! Spino! Spino, mein Blatt! Mach seine Platz, gib Chitin. Musst du aufpassen, die Füchsle? Ja. Ja, hast du alle Ameisen getötet. Du bist schon ein richtig großer. Hey, 14 Chitin, jetzt kann es losgehen. Daisy, ich pock die Hobbit und ich war doch mal geschwind, Leute. Ich bin gerade. Hier gibt es nicht jetzt auf einmal los. Letztes Mal war es ganz super friedlich, ne? Ist das da vorne Vulkanstein? Müssen wir da mal kurz hingucken, was da geht? So, Stasal packe ein. Stasal räume auf. So. Du bist überladen. Super, ich brauche Pilzholz, 800 Stück. Wie soll ich das machen? Kein Problem. Ich habe bestimmt nicht ausgeladen, gell? Haja, weißt du? Was bitte macht mich... Achso, ja, hier. Das brauche ich ja jetzt nicht. Spino, dem reichen 12. So, wie schwer bin ich denn jetzt? So geht's. Lass uns mal kurz zu dem Stein darüber hechten. Aber, genau, auf Zehenspitzen. Wieso rennt denn der da hinten weg? Ist das ein fettes Opsi-Vorkommen? Das war so wunderschön gefärbt gerade, dieser Stein. Da werde ich jetzt einmal mit meiner Spitzhacke draufballern. Wo ist meine Spitzhacke? Daheim. Warum ist meine Spitzhacke daheim? Hey, aber wenn ich das mit dem Pilz ausnehme, müssen wir den Spino kurz am Strand stehen lassen. Ah, nee, ist ein fettes Metall. Alter, das ist ein fettes Metall. Ist das so das Obermetall, oder? Was, Moba sein Metall? Hast du mir Moba sein Metall gemacht? Hey, dann müssen wir uns jetzt da unten erstmal freie Bahn schaffen. Wobei ich natürlich ich hätte Daisy draußen lassen sollen, weil wir hätten ja einmal rüberfliegen können. Ist doch auch Wasser, vielleicht ist da auch ein Spinner. Vielleicht ist da ein 150er Weibchen für unsere Armee. Oh ja, weil ich gerade das Biertier sehe. Sobald wir Bier haben, gehen wir rüber und holen den 20er. Das 20er Biertier gehört dann schon uns. Hi, Bibo. Ja, Brondo, was ist mit dir los? Du bestehst ja nur aus einem Kopf. Hier ist doch schon Holz, oder? Das sind doch die Dinger hier. Die haben doch Holz gebracht. Wir müssen allerdings gucken. Schildi ist ungefährlich. Brondo macht uns auch nicht wirklich was aus. Außer, dass er ziemlich laut ist. Komm, wir gehen mal weiter rein. Hallöchen, pa. Servus, Mahlzeit. Grüß euch. Schön, dass du da seid. So, mein Freund Spinola, jetzt muss ich allerdings mal kurz gucken, wie sieht es denn bei dir aus? 600, das ist doch schon mal gut. Wir lassen das jetzt hier, das brauchen wir nicht. Zement würde ich auf jeden Fall bewahren. Das ist alles für den Garten. Garten. Das kannst du auch da lassen. Ich habe ja nur geguckt, das kannst du auch da lassen, habe ich besorgt. Schwüppelchen, Kartüppelchen. Machen wir mal alles so ein bisschen rüber. Und steigen ab. Weil wir die ehrenvolle Aufgabe haben, Pilzholz zu holen. Ja, dann haben wir es ja gleich erledigt. Das ist ja kein Riesen-Act hier, ne? Es sei denn, es greift uns was an. Magst du mal auch folgen? Hauptsächlich, weil ich Scanner habe, wenn du mir folgst. Was geht? Alter, wieso wackelt denn das hier so mit dir? Die schaut's ja voll wieder rückwärts zurück. So, weißt du, dann haue ich das nämlich jetzt hier immer raus. Haben wir schon 255 und die Cliff-Plattform kostet. Cliffy. Wo waren die Cliffy?
Ich glaube, die war bei Aberration, oder? Hier, die da möchte ich bauen. 800 Pilzholz. Dann gehen wir mal gemeinsam, würde ich sagen, bevor mich dann noch irgendwer schockt. Immer bis zum Pilz. Gucken, ob Feinde kommen. Ey, der hat mich so erschreckt jetzt gerade, der Typi. Wo wir angekommen sind, der Shadow Main. Warte, ich komme wieder zu dir, wenn du nicht zu mir kommst. Ist alles gar kein Problem. Wichtig ist, dass ich ganz schnell aufsitzen kann. Für den Fall, dass mich hier irgendjemand disst. Bub. Bub. Bisschen kann ich noch. Kann ich dir das schon mal rüber machen? Vielleicht kannst du das noch tragen. Ich hätte einen AG mitnehmen sollen. Ne? Wie viel Gewicht hat sie denn jetzt? Ja, da ist ja noch massiv Platz. 530 Hammer. Komm, wir brauchen gar nicht mehr viel. Dann können wir noch ein bisschen durchs Ding. Komm, dann machen wir es andersrum. Wir holen gleich. Ich möchte einmal noch ein ganz kleines bisschen gucken, ob ich noch ein paar Punkte auf unseren Spino draufkriege. Ja, geh mal ins Wasser. Wasser ist doch dein Element, oder? Ist Wasser dein Element? Schade, es hat nicht so geklappt. Ja, Tänzel. So, wir gucken mir mal. Muss ja irgendwo noch ein Kakidos rumstehen. Ah, Spino, das ist cool, oder? Mh, das mag er. Ich habe tatsächlich das Gefühl, der geht ab wie ein Raketen. Dabei ist gar nicht so tief, guck mal. Dilididado, dilididado, dilidam, didam, didadam. Ich will jetzt einfach nur hier noch ein bisschen rumlaufen mit euch, um zu gucken. Und gerade habe ich auch ein bisschen das Gefühl, wir waren tatsächlich... Der wunderschöne Baum. Spinulle, geh mal durchs Wasser, bitte. Ah, das ist schön. Tauch mal unter, ob es da was zu sehen gibt. Ich glaube, das ist nicht tief. Hui. Das scheint mir tief genug zu sein, Leute. Na gut. Hast du nichts angelockt? Ey, ist das wie ausgestorben hier? Hier sieht es aus, als ob man da Dino Vibe gemacht hätte, oder? Ja, das Pilzholz haben wir dann zusammen. Dann gehen wir die Plattform zwirbeln. S-Plus-Plattform, die können wir auch abbauen. Das ist ein Baum. Spino. Warum tötest du diesen Baum? Der war so schön anzuschauen. Schubdubidu. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, wir finden hier vielleicht noch einen Spin. Aber gut, machen wir noch 2 Minuten, dann hauen wir wieder ab, ja? Den einen Seeker da drüben, meinst du, der hat die ganze Umgebung hier geklärt? Irgendwie bin ich auch nicht ganz sicher, ob hier nicht noch was Gefährlicheres rumläuft. Weißt du, wie ich meine? Können sie jetzt dann nachher rüberporten an den, ans Festland von unseren Gärten. Das Modus haben wir dabei. Ich wollte es nicht laut sagen, aber ihr wisst, warum ich hier eigentlich rumlaufe, gell? Ihr wisst. Ihr spürt es doch ein bisschen, oder? Ihr spürt es, gell? Ich weiß, dass ihr es spürt. Ich habe einen Bald-Doc gesehen. Shitty, war das nicht hier einfach mit den Pilzen? Oh scheiße, ich dachte, hier wären einfach die Pilze rumgestanden. Narkobären, nö. Nö, 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 nö. Achso, ist nur eine Ameise. Scheiße, ich dachte, wir haben hier die einmalige Chance. Opa. Ey, hier waren doch aber auch Pilze, oder? Zum Pflücken. Ihr wisst doch, ich habe doch hier diese Azurpilze gepflückt gehabt. Da läuft er. Und ich kriege ihn jetzt nicht. Vor allem sogar Chitin, wenn er drüber stapft. Ich glaube, die da waren es. Ich guck mal eben. Schlagen, um Rohstoffe zu gewinnen. Nö. Gegen was kämpfen wir denn noch? Hast du die Schildkröte angedötzt? Nö. Biertier. Ja, scheiße. Ich dachte, ich mache jetzt hier heimlich so, als ob ich einen kleinen Rundlauf mache. Und wollte in Wirklichkeit aber... Den Balbdom mit heimnehmen. Aber irgendwie habe ich vergessen, wo die Pilze standen, die wir da gepflückt haben. Ich dachte, das wäre hier so gewesen, weißt du? Warte mal, geschwind. Wenn ich jetzt das Modus auspacke, habe ich aber auch keinen Bock drauf. Komm, wir gucken noch mal ein bisschen rum. Ja, das ist jetzt auch nicht so super wichtig. Balbdom kriegen wir immer. Ich dachte, das war hier mit den Pilzen. In diesem Geflecht.
hatte ich gehofft, einen Ball dort mitzunehmen. Ach ja, das sind dann, wenn man die heimlichen Pläne schmiedet. Jo, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir hier keinen Spino gesehen haben. Und, weißt du was, ich glaube, dass das ganz normale Pilze war. Das geht nie. Ach Gott, ich dachte, da liegt ein totes Tier und irgendwas bedient sich an dem. Dabei waren es die Shadows, die wollten erstmal gar nichts von uns, aber dann haben wir sie geweckt, ne? Ich glaube, das sind zwei noch. Hier auch mal, oder? Sollte er, wenn er zum Boss will, irgendwann. Er verliert gut Leben durch die Stacks halt, ne? Aber der will gar nichts von uns hier, der kämpft gleich mit dem nächsten. Boah, das sind nochmal welche. Oh oh, Spinulle, ich glaube, das wird mir gut ausgehen. Aber gerade so. Ne, da ist noch einer. Muss ich gleich Force fliegen, hau mal. Ey, die Shadowmen, die haben mehr drauf, als ich es noch in Erinnerung hatte. Es wird knapp, ich weiß, aber es reicht uns. Junge, Junge. Weiß, das war eine knappe Geschichte. Aber manchmal spürt man es auch, wenn es reicht. Nein, ich war mir da jetzt schon recht sicher, dass es hinhaut. Aber da kam jetzt mehr als gedacht, ne? Ach, Spinulle. Jetzt bist du ein Großer. Jetzt bist du ein Großer. Und weißt du was? Einfach schon mal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und weiter geht's. Ich hau die voll rüber. Ja, ist mal mindestens auf 2000, oder? So. Genau. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt hier meinen Pilzholz und dann rutschen wir einfach wieder ab. Es waren, glaube ich, 4 oder wenn nicht sogar 5, ne? Das Bandbock machen wir dann wann anders. Ich gucke mir gerade mal ein schönes. Warte mal, wir gehen am besten hier zurück. Da war nämlich gerade kein Feind mehr. Daheim habe ich bestimmt noch Pilze liegen. Ne? Oh, Balbdog holen wir später. Komm, das muss jetzt nicht unbedingt gleich sein. Ich bin gerade so ein bisschen froh, wenn wir hier dann gleich wieder wechseln. So, stopp. Perfekt. Spinulle, du hast dich echt gut behauptet gegen die alle. Komm du nicht so auf mich zu. Ich traue dir auch nicht. So, wir haben jetzt 764 Pilzholz. Ich glaube, damit kommen wir recht weit schon mal. Aber noch nicht so weit genug. Oh oh. Der Bübsche ist überladen. Das kann ich da nicht rausschmeißen. Das brauche ich für Zement drüben. Gib mir mal. Gib mir mal die Pipe-Geschichte rüber hier. Komplett. Und das Leder und das Zementle. Ein bisschen Fleisch ganz palpen. Wie sieht es jetzt aus? Ja, das Holz wiegt halt saumäßig. Ne? Warte mal, ich muss kurz gucken, wie bin ich aufgestellt. Ich kann uns noch die hier nehmen. Und dann müssten wir hinkommen. Ist klar, dass du noch überladen bist, aber. Komm. Drüben habe ich noch welche gesehen. Ich kann keinen Shadow mehr sehen, ist alles okay. Wenn man sich überlegt, aber wir gehen ja nachher mit 20 von so welchen zum Boss. Ich bin überladen, ist klar. So, jetzt bin ich wirklich überladen. Jetzt müssen wir ganz kurz. Mach's Leder raus, Stroh raus, Holz raus. Und jetzt müssten wir theoretisch genug Pilzholz haben für die Plattform. Perfekt. Dann hauen wir jetzt hier ab, bevor noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und zwar nehmen wir Nord-Nord. Junge, Junge. Knappe Geschichte. Aber er hat es überlebt. Er hat es überlebt und seinen ersten Spawn sich verdient. Da hinten ist schon der nächste Shadow. Ne, ist keiner, ist keiner. Zeig dich mal. Ja, ich blute ein bisschen, aber das heilt. Ja, ist nur. Heil dich. So, Leute. Jetzt haben wir auch ein bisschen Chitin, aber halt lange nicht genug, ne? Wir hatten 900 oder was auf der Liste. Dilididabdu.
Gab es denn eigentlich bei den toten Tieren im Sumpf neben organischem Polymer auch Chitin? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, wo ist denn meine Fledermaus? Daisy raus. Ja, und gleich einen Ballen gelassen. Das ist mein Leben. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir mal das Zähmkistle hier rüber. Und wenn ich das Holz rübernehme, kann ich das dann noch? Bin 500 Kilo zu schwer. Ich will das jetzt aber nicht alle. Komm, ja, schmeißen es kurz raus. Was soll denn der Geiz? Ich kann ja eh noch nichts damit anfangen. So, erstmal. Kannst du mich noch tragen, Mäusle? Ist halt einfach ein Tier. Halt, Spinno, Spinno. Warte geschwind, sonst kriege ich dich wieder nicht mehr aus dem Wasser raus. Ich werde kurz die Sachen versorgen. Ich komme gleich wieder. So, meine Lieben, da haben wir das auch nicht schon mal geschafft. Das Blütholz bringen wir jetzt gleich an. So. Ich komme gleich, Diggerle. Vielleicht bringe ich die Fässer sogar schon fast mit. Chitin, schwind. Hey, wir müssen halt in diese Höhle. Ich habe nämlich das. Oh, hier ist es. Ihr seid aber keine Zugvögel, gell? Dass ich da vielleicht irgendwann mal in absehbarer Zeit ein bisschen meinen Frieden habe. Nee? Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So. Pilzholz. Pilzholz, Schmilzholz. Und da müssten wir doch jetzt hier die Cliffy bauen können, oder? Stone Cliff Plattform eine. Shitty Schmidt, da habe ich vergessen, dass du auch noch Zement brauchst. Ich sag dir's. Also, Chitin rüber. Und das weiß ich nicht. Zack. So, das war die Geschichte. Das wird aber nicht reichen. Also die Plattform kriegen wir auch nicht hin. Und für die Barrels haben wir auch ganz viel gebraucht, gell? Also du bist im falschen Ding. Ja, da muss ich die Tino holen jetzt irgendwo geschwind. 300 Zement brauche ich dafür. 550 Zement brauchen wir. 550 Zement. Jetzt muss ich kurz mal, weil das reicht ja hinten und vorne nicht. Ja, da müssen wir jetzt Chitin noch besorgen gehen kurz. Ich glaube, dass das Sinn macht. Wäre eigentlich zum Chitin. Weißt du was, wir nehmen mal jetzt ihn auch noch mit. Wir gehen kurz in den Sumpf. Wir probieren mal. Im Sumpf waren doch auch Käfer und Zeugs und diese komischen Insekten, ne? Ich habe jetzt halt noch kein Bufo, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Oder zähmen wir uns an Bufo mit einem Netz ran? Das weiß ich noch nicht. Also pass auf, wir haben jetzt das Megatherium dabei. Dann nehmen wir ihn mit. Wir töten alles. Fallschirm muss ich mitnehmen, falls die des Modus kommen, ne? Und am besten zähme ich die dann immer gleich mit, indem ich die Blutkonserven mitnehme. Dann ist es, glaube ich, am einfachsten zu handeln. Blutkonserven, 4 Stück. Ach, da sind die. Flutis habe ich hinten drauf. Fallschirme. Das weiß ich gar nicht. Da haben wir da noch welche gehabt. Hier sehe ich keine Fallschirme. Dann sind sie bestimmt irgendwo im Schränkle drin. Ich gucke mal eben. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass ich das Zeug. Ich will auf jeden Fall die Plattform drüben, dass wir die Themen ein bisschen auseinanderbollern, weißt du? Muss ich neue bauen? Das Problem ist, ich gucke da rein, aber oftmals sehe ich das Zeugs gar nicht, ne? Die sind irgendwo, aber Fallschirme machen wir uns mal einfach 10 Stück. So, wir haben Fallschirme. Wir gehen jetzt rüber, dann machen wir drüben Hoffnung auf ein Bufo. Dann, auf ein UFO. Pass auf, dann würde ich nämlich sagen, wir haben Ihmchen dabei, geladen mit Netzen. Wir haben noch 10 Pfeile, 131 Stück, die reichen für ein Bufo. Was frisst ein Bufo? Ich nehme an, auch Rohmatten, oder? Genau. Ich nehme einfach mal Rohmatten mit und nehme mir meine Heiltränke mit. Würde die eben mal kurz hier drauf schmeißen. Hä, machen wir das jetzt kurz außerhalb der Reihe und fertig. Entschuldigung. Dann gehen wir Fässer bauen. Und ich dachte, das kriegen wir heute vielleicht hin, aber ist okay. Jetzt haben wir das Pilzholz besorgt. Das ist schon mal ganz wichtig. So, ich mache die Baskies hier rüber. Und das war's eigentlich. Dann können wir das benutzen, dann geht's auch schneller. Habe ich alles? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die Tiere so mit, wie ich es jetzt hier angedacht habe. Zum Fliegen schnappen wir uns Daisy. Ja, jetzt probieren wir mal unser Glück. Das wird schon irgendwie gehen. Daisy, auf geht's. Ja, mein Job. Ach, den habe ich auch vergessen. Kann ich den eigentlich mit dem.
des Modus tragen. Ja, dann machen wir was anderes. Der hat ja nur ein bisschen Stein drin. Ich glaube, der ging noch. Nicht, dass wir den mitporten, weißt du? So, mein Spatzel, ich räume dich nachher aus. Kannst ja noch ein oder zwei Kiesel essen. Bis dahin. Okay. So, nochmal für mich. Ich habe Fallschirme. Auf der 1, auf der 2 ist Netz. Dann schieße ich hier praktisch damit drauf, auf den Bufo. Dann haben wir noch ein Elixier. Und was zum Trinken brauchen wir dann gleich noch, alles klar. So, einmal zurück in den Garten zum Spaten. Den Ding könnten wir auch noch rauslassen, ne? Den Langbeetel, den wir da gefunden haben. Komm her. So. War ein Dungbeetle, hieß ein Dungbeetle damals bei uns Kötel? Ich glaube, einer hieß Kötel, ja. Komm her, nimm den Kötel. Oder Bolne, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten aber ganz viele Fäkaliennamen für unsere Dungbeetle. Den stelle ich dann später aufwandern, das muss er jetzt nicht unbedingt machen. So, Daisy, geh mal rüber. Ja? Ist ja gleich da drüben. Gehen wir rüber an den Rand, dann packen wir das Megatherium aus und kämpfen uns mal so Richtung Wasser. Und gucken mal, ob man da nicht irgendwie, ich glaube, da hat es diese, ich weiß immer, wie sie heißen, hier, wenn du diese kleinen Libellen, weißt du, die dürfte man da vielleicht kriegen. Und eventuell sollte man als erstes, ey, wenn ich ein Bufo, kann ich nicht ein Bufo auch tragen, dass ich den, das sag ich mal, raus... Schön hat er geflippert, dass ich den da vorne hinbringe, wo ich glaube, hier ist ja ein bisschen friedlicher, oder? Wobei ich glaube, dass da auch das Modus sein sollten. Aber das sind wir ja ausgerüstet. Wir haben die Blutpacks, wir haben die Fallschirme. So, pass auf. Jetzt landest du mal hier geschwind. Wir gucken mal eben, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wie wäre es hier oben? Wie wäre es denn hier oben? Da ist noch der Schlafsack, das ist gut zu wissen. Zweiten Spino hatte ich auch bei, ja? Weil wenn ich jetzt mit einem Bufo reingehe, kann ich direkt Zement farmen. Oder wir machen die Biberdämme, das können wir natürlich auch machen. Wir flitzen mal hier außen rum, ohne dass wir uns erwischen lassen. Wenn jetzt halt wieder so ein Dreierpack des Modus kommt, haben wir gleich wieder das Gewurschtel drin. Ne? Weißt du, wenn ich so ein Bufole hier hinpacken und dann mit dem Netzwerfer fixieren. Der braucht ja, glaube ich, nur ein paar Schuss, wenn es ein kleiner ist sowieso. Wir müssen allerdings erstmal einen finden. Ich meine, wir hatten hier mal einen gesehen. Ne? Hinten ist einer. Wollen wir Risiko-Fisiko reinfliegen mal? Komm, wir fliegen mal Risiko-Fisiko rein. Wir sehen es ja, wenn wir was pullen. Da hinten ist er, den würde ich gerne holen. Komm, wir gucken, was er macht. Jo, perfekt. Auch noch ein weißer. Ist uns hier irgendwas gefolgt? Nee. So, weißt du, ich lasse den jetzt mal hier so ab. Und probier mal. Das hat nicht geklappt, war ich jetzt. Hä? So, jetzt steige ich ab. Ja, ist ja nur ein 15er. Da geht es jetzt auch nicht drum, dass er das Max-Level hat, oder? Der war jetzt aber schnell betäubt, leg mir mal an. Ramatten, ist das so deins? Jo. Nummer 1. Alles draufgeschossen noch dabei war. Ey, das mit den Falken hier, das nimmt gerade ein bisschen überhand. So, wenn wir dich gleich haben, habe ich allerdings keinen Sattel. Das ist so ein ganz kleines Mini-Problem. Wollen wir noch einen größeren? Kriege ich denn das jetzt kurz hin? Alter, ist der schnell gegangen. Der ist ja noch im Netz drin, ne? Ich habe einen Sattel vergessen, habe ich mit, aber auch nicht mitgekriegt. Ja, du bist ein guter. Und ein schöner, ein Albino, komm rüber. Haben wir noch einen Ball? Ich packe den erstmal kurz ein. Pass mal auf. Wir packen den mal kurz ein. Wir müssen erst den Sumpf clearen, glaube ich, ne?
Ey, es war jetzt aber Flitzi-Mitzi, oder? Geschwind. Flitzi-Mitzi vor allem. Jetzt pass auf, jetzt haben wir einen Bufo, aber keine Libellen gesehen. Ich brauche einen Bufo-Sattel, dann kann ich das machen. Dann würde ich jetzt kurzerhand sagen, wir stellen unseren Spinno hier schon mal hin. Ja, stellen unseren Spinno hier schon mal hin. Leveln den jetzt auch. Wir haben ja gesagt, wir machen nur die zwei Werte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Grundgelevelt ist er. Mensch, hat der coole Werte. Hast du Fleisch bei? Nee, natürlich nicht. Wieso hast denn du keinen Sattel mehr auf? Also, Bufo, Sattel, Spinno, Sattel. Dann hole ich das jetzt ran und dann machen wir morgen hier weiter, ja? Bufo, Sattel, Spinno, Sattel, dann pass mal auf. Dann würde ich nämlich jetzt, dass ich da nachher nicht wieder durcheinander komme, den Bufo hier schon mal reinpacken. Den da werden wir uns auch rausholen. Kann ich jetzt im Moment bloß gerade nicht, weil, ihr wisst Bescheid. So, und jetzt habe ich noch Fiomia gesehen. Wo habe ich das jetzt gerade gesehen? Hätten wir nämlich gleich noch ein bisschen Fleisch für das Spinno. Süßer, ich komme gleich wieder, ne? Also bist jetzt hier nicht alleine. Ich fliege nur kurz die Sachen besorgen und dann machen wir hier morgen gemütlich weiter und bleiben einfach an dem Thema dran, was ich jetzt gesagt habe, ja? Im Moment haben wir 14:24, ja, das reicht doch. Leute, geht morgen weiter. Wir gruscheln uns noch durch den Sumpf. Besorgen auf jeden Fall Chitin. Und dann machen wir drüben die Plattform hin, die Rampe. Und dann kümmern wir uns noch um die Fässer. Braun Bier, holen das blaue Biertier und dann sind wir auch schon irgendwann so weit, dass wir die Dings machen können. Die Höhle müssen wir halt irgendwann mal angehen. Ich glaube, die Bienenhöhle, weil da will ich ja hauptsächlich wegen Chitin rein. Ich habe da mal gehört, dass da auch solche Dinger drin sind. Solche Termitenhügel, die Chitin bringen ohne Ende. Da war das Megatherium die erste Wahl, ne? Jetzt holen wir die morgen alle raus und gehen einmal quer von der Seite rüber zur anderen Seite. So Leute, in dem Sinne verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich aber schon auf morgen. Kann sein, dass ich jetzt drüben kurz ein bisschen rumkruschtel und wir dann in-game morgen früh, sehr früh losziehen. Dann haben wir den ganzen Tag vor uns, ne? So in etwa. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen und bis morgen.